Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Skyline ist am Start, genau wie eine Kinderrunde. Let's be back! Und da hat sich einiges getan auf unserem wunderschönen Berg. Zum einen auch, was die Drachen hier angeht. Von der Levelzahl. Um schnell euch einen Crashkurs zu geben. Hier sind alle Drachen, die beide suchen können. Also gleich vier suchen jeweils von beiden. Hier sind die Fischsucher. Und ich kann mir den Ton doch mal ein bisschen lauter machen, damit ihr ein bisschen was hört. So, und hier sind die Holzsammler. Ich habe auch Odins Fuß schon mal freigeballert und das hier ist auch wieder frei. Des Weiteren haben wir hier irgendwas. Aha, okay. Snuggletalk ist anscheinend vorbei. Sammeln wir direkt mal alles ein. Na, machen wir doch mal eins leiser, wa? So. Dann haben wir hier endlich unseren Holzklau bekommen. Den können wir auch auf Suche schicken, aber erstmal würde ich ihn halt gerne leveln. Um zu gucken, was der halt so rausklatscht. Na, so, er hat leider ein Herzding. Ich will eigentlich also Distanzdrachen trainieren. Nichtsdestotrotz füttern wir ihn jetzt hoch und lassen ihn noch gleich leveln. Ja, 5000 Holzfass. Kannst du auch direkt suchen gehen. Dann sammeln wir von dir mal den Fisch ein. Und wieder mehr das Holz. Dann können wir uns noch von dem hier Fisch einsammeln. Und schon würden alle anderen zu viel hergeben. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, ein Päckchen zu öffnen. Das wir natürlich auch direkt machen. Butz. Jetzt nochmal ein bisschen. So. Holz. Fisch. Eine Rune, Holz und ein kollektiver Gegenstandsgedöns. Des Weiteren habe ich hier auch mein Dingens auf 2 erhöht. Also ich kann 2 Leute jetzt da reinschicken. Ist auf Level 5. Hier haben wir unsere zweite Fischgedönse mit 2 Leveln und auch das Sägewerk mit 2 Sägeplätzen da. Und Onitan ist zurückgekehrt mit einem paar Rucksäcken voll, 11.000 Fisch, 11.000 Holz und 4 sammelbare Gegenstände. Die 11.000 Fisch sind leider in Arsch. Das heißt, wir werden auch gleich Astrids Dingens hier fertig haben. Des Weiteren werden wir jetzt nochmal kurz das hier machen. Vernichte Flotte 33. Start. Dazu benutzen wir unseren Gabenschnack ohne Zahn und unseren Regenschneider. Ich muss übrigens jetzt 5 Drachen auf Level 30 bringen. Das hier ist ein Kandidat, das ist ein Kandidat und die beiden sind ja schon auf 30. Und dann ist jetzt noch die Frage, wen ich noch machen will. Ich war am überlegen, ob ich den exotischen wie heißt denn der nochmal? Schreckender Schrecken? Nee, schrecklicher Schrecken war der hier. Ach, den hier ist der exotische Variante von denen, ob ich den hier auf Level 30 mache. Vielleicht später, aber ich will eigentlich eher so die Distanzdrachen hier haben. Das heißt, einer der der tödlichen Nadder wird hochgepusht. So, dann würde ich sagen, 4000 Holz, Attacke, gib ihm. Achso, das Holz und Fischlager habe ich natürlich auch hoch aufgepusht. Oh, okay. Überspringen wir. Dann würde ich sagen, wir greifen von der Flanke aus an und mischen die kleinen Boote mal hier mit weg. Sehr schön, die machen das, was ich erhofft habe, was sie machen. Dieses Boot fischen wir noch weg. Geht mal hier hin, ne? Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Ihr solltet eigentlich ihr solltet eigentlich das Boot angreifen. Okay, greift halt das Hauptboot an. Ist mir auch egal. Na, verlieren wir wahrscheinlich jetzt einen Drachen, ja. Oh, Schlüssel haben wir noch. Oh, super, haben wir alle 3 Schlüssel. Okay, war jetzt nicht ganz so gewollt. Ich wollte eigentlich, dass die anderen beiden Schiffe auch noch plätten. Aber okay, ist in Ordnung so. 3 Schlüssel. Weiter.
und mal kicken, was wir jetzt gleich so alles bekommen werden. Ja, bla bla bla. Nun gut, das war eine schlechte Idee. Wieder zurück zu heimtückischen Dingen. Sammle deine Belohnung ein. Wir nehmen das hier. Oh, 8 Stück. Das hier. Oh, 2 Stück. Und das hier. 5600. Nein, wollen wir nicht. Ja, 5600 Holz. Das wäre jetzt vielleicht besser gewesen. Astrid, was genau hat Higgs vor? Alvin hat nicht an das Buch der Drachen gedacht. Higgs hat ihn überlistet. Er hat ihm nun etwas Zeit verschafft, um eine Geheimwaffe herzustellen. Gut für Higgs. Er denkt immer, er denkt nun wirklich wie ein Häuptling. Sag ihm aber nicht, dass ich das gesagt habe. Ja, warum denn nicht, ne? Okay, genug mit den Spielereien. Warum? Zum Fick. Wie ihr solche Geräusche hört. Das war die dritte Katze, die ich jetzt habe. Die habe ich zu Besuch. Für ein paar Wöchlein. Aus diversen Gründen. Und ja, warum wir jetzt eigentlich hier sind. Und ich hoffe, es ist diesmal ein bisschen besser als das, was ich letztens gedacht habe, was ein bisschen länger dauert, ist das hier. Kapierst du es nicht? Wir brauchen nichts. Wir brauchen nichts nicht bei jedem kleinen Problem einfliegen lassen. Ja, aber das hier könnte ein großes Problem sein. Nur wie lassen wir ihn einfliegen, wenn alle Drachen wegfliegen? Also Leute, ihr habt Probleme dabei, eure Drachen zu trainieren? Was ist das denn? Das ist ein Satzanfang hier. Gänsefüßchen und kein, keine Ahnung, Gedöns. Ich kann's nicht glauben, dass du sie um Hilfe gebeten hast. Diese Typen denken, sie wissen alles. Trainiere 10 Drachen um 10 Level oder entfessle den grünen... Willst du mich verarschen jetzt? Fuck. Trainiere 10 Drachen um 10 Level. Ich habe erst... wie lange war es? 7 Tage lang Fisch suchen lassen, um jetzt 10 Drachen auf Level 10 hochzupushen. Ihr wollt mich doch verarschen, wollt ihr mich doch. Das ist so gemein. So, was haben wir denn noch eigentlich hier? Ja, guck dir mal an, was ich alles brauche. Ja, ihr seid doch nicht mehr ganz dicht, Leute. Ihr seid doch einfach nicht mehr ganz dicht. Was haben wir überhaupt hier? Ach, ein so ein Special-Stern fehlt. Wie lange nehme ich eigentlich jetzt schon auf? 10 Minuten knapp. Entschuldigt mich mal kurz, ich muss kurz was mampfen. Nom, nom, nom. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gerade aufnehme. Ist natürlich jetzt nur semi-optimal. Den Drachen um 10 Level steigern oder in den grünen Flur. Was soll ich denn noch alles machen, ihr blöden Säcke? Ich glaube, es hackt langsam. Wie viel brauche ich denn hier? 110 Wikinger. Das heißt, wir werden gleich nochmal Dinges machen. Wie lange braucht denn Holzklau? Noch 4 Minuten. Entschuldigung, ich komme gerade von der Arbeit, ich habe Hunger und Durst. Aber ich wollte das hier hinter mich bringen, sozusagen. Weil ich eigentlich wissen wollte, was mit diesem grünen Tod auf sie hat. Hätte ich mir auch sparen können! Naja. Der Holzklau werde ich auf jeden Fall gleich erstmal mit hier rüberschmeißen. Damit wir das erledigt haben. Die Metalle, seht ihr, 30 Eier kann ich maximal hier haben. Also 30 Drachen. Ohne Zahn und so, den können wir mal auf die Suche schicken. Und zwar suchen wir zurzeit den Hackerdau. Wie ihr sehen könnt, habe ich nicht mehr viele Drachen. Aus dem einfachen Grund, weil ich ein paar verkauft habe. Ich weiß, ich mag es nicht irgendwie so unnötig viele Drachen zu haben, die ich nicht verwende. Deswegen sind sie alle wieder weg. Leider habe ich auch einen wichtigen Drachen verkauft. Einen, den ich so nicht mehr kriegen kann. Nie wieder. Und zwar den Gronkel in Verteidigungsform. Den habe ich blöderweise auch verkauft.
Das war nicht so geil. Sammlung. Ja, ja, ja. Ich habe also noch, wenig übrig gelassen sozusagen. Wie gesagt, der Verteidigungsgrunkel fehlt leider. Gänzlich. War jetzt vielleicht nicht so clever. Was haben wir hier drüben? Ach, Rauch verschwindet qua in Verteidigungsform. Flüsternde Todsiste, so hieß er doch. Alle sind übrigens das hier. Ein exklusiver Drache. Schnupfbuckel. Mhm. Also 1.290.000 Fisch. Okay. Warum nicht, ey? Sonst nichts zu tun, als 1,2 Millionen Fisch zu suchen. Das nenne ich mal einen exklusiven Drachen, ey. So. Ja, Sturmfall, den müssen wir kaufen. Mit Sturmfall kann alles zum Spiel werden. Sehr schön. Aber wir suchen jetzt den Hackerdau. Jetzt erstmal nur mit 17. Ich brauche das Buch der Drachen. Ich weiß, ich werde Higgs einfach darum bitten. Zeit, Berg zu überfallen. Aber bringt mir dieses Mal eine Geisel. Und habe da auch schon eine bestimmte Person im Sinn. Start. Wahrscheinlich können wir nicht viel ausrichten, weil die besten Drachen nicht anwesend sind. Daher gehen wir auf das, was mir zur Verfügung steht und haben halt nur einen sehr geringen. Was halt wirklich miserabel ist, wenn ich das mal so sagen darf. Daher weiß ich nicht, ob es sich wirklich rentiert. Wir haben halt wirklich nur sehr gering, dann lassen wir es lieber. Das bringt nichts. Dann machen wir das hier, okay. So, dann haben wir gleich den hier wieder zurück, den trainieren wir jetzt noch ein bisschen. In einer halben Minute haben wir ihn, ja. Boah, Leute, und ich spiele so krass Pokémon zurzeit. Omega Rubin. Sind wir gerade zu viert gleichzeitig dran. Aber natürlich musste einer wieder übertreiben. Ich lasse es recht gemütlich angehen, also ich rushe irgendwie nicht so richtig. Und verbringe auch mehrere Zeit in Wundertausch. Guck mal, da ist er ja. Boots. Mhm. Und jetzt trainieren gehen. Fisch. War ein bisschen übertrieben. Gut. Das war auch eigentlich alles, was ich euch so ein Update mal zeigen kann. Damit ihr euch mal informiert fühlen könnt. Damit danke ich mir erstmal soweit fürs Zusehen. Wie immer, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss!